Fühlst du dich jetzt besser, Baja? Schon. Ein wenig. Freut mich zu hören. Jetzt erklär mir mal bitte jemand, auf was eigentlich hier los ist. Ich hab dich noch nie so aufgeregt gesehen, Baja. Und du erträgst jedes Jahr das Blütenreigen-Festival. So. Ich habe ein paar Freundinnen. Sie sind ein paar. Sie drei waren unzertrennlich mehrere Jahrhunderte. Doch jetzt. Nee, emotional angeschlagene Frau, sowas zu fragen. Du hast echt keine Manieren. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Schon in Ordnung. Sollte ich ihr erzählen, was los ist, Bayer? Muss dich nicht verausgaben. Dunkel. Also, unsere liebe Baja hier hat also ihre Freundin seit ein paar Jahrhunderten nicht. Okay. Sind absolut unzertrennlich schon immer gewesen. Echt drollig gespannt, die drei. Das Sumpfmonster, die Banshee, die Marie Morgan. Ah, die Marie Morgan. Der rachsüchtige Geist, der gerne Männer ertränkt. Auch wenn sie bei den Geschlechtern anscheinend nicht unterscheidet. Eben die Schädfalls Rinse und die Banshee-Pärchen. So viel habe ich verstanden. Schon eine ganze Weile. Ich kann mich erinnern, dass sie ein paar Mal hier waren. Aber jetzt, wie sag ich das? Sind sie am Kappeln? Streiten, meine ich. Die beiden reden überhaupt nicht mehr miteinander. Und haben sogar Bayers monatliches Kaffeekränzchen abgesagt. Und wollen nur auftauchen, wenn die jeweils andere nicht da ist. Warum? Ich weiß nicht. Nur, dass sie sich nicht mehr mögen. Und bald werden sie auch mich nicht mögen. Klingt nach einem Beziehungsaus, nicht? Malen wir mal nicht gleich den Teufel in die Wand. Ich will meine Freundinnen nicht verlieren. Alle verlassen mich nur, weil ich ihnen Angst mache. Ich will nicht, dass sie mich auch verlassen. Streit unter dem aber. Na, werden sie schon nicht. Sag doch auch mal was. Ja, ein kleiner Streit in der Beziehung muss doch nicht. Keine Sorge, Bayer. Wir sind schon so lange zusammen, dass sie schon einige Meinungsverschiedenheiten überstanden haben. Sie werden das auch noch hinbekommen. Sie hat recht, das wird schon werden. Aber was, wenn sie sich tut? Was, wenn sie Schluss machen? Was, wenn sie mich verlassen? Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Ihnen helfen. Wenn ich mich kurz einmischen darf. Hey, ich bin kurz Voyage. Ihr habt sicher schon von mir gehört. Ich bin ziemlich berühmt. No. Nie gehört. Tut mir leid. Egal. Also,
Feier, richtig? Ja. Was hält dich davon ab, neue Leute kennenzulernen? Du wirkst eigentlich ziemlich cool. Leute haben Angst vor mir. Aber sie waren immer nett zu mir. Ich vertraue mir. Und ich kenne Una wie deine Regler. Hat sie nicht einige seltene Blumen aus deinem Garten gepflückt, als ihr euch zuletzt gesehen habt? Jo. Sie hat daraus einen wunderschönen Strauß gemacht. Nicht wahr? Wenn man so durch die Lande reist, trifft man eine Menge Leute. Gerade wenn man auf Arbeit aus ist. Und ich habe ehrlich gesagt komische Wesen als Bayer gesehen, als ich noch auf Reisen war, nicht? Und unter all dem Moos und Tank ist eine Schönheit, sag ich euch. Oh, du sagst nur so. Du siehst ziemlich spooky aus, stimmt. Aber du musst einfach nur herausfinden, wie du Leute dazu kriegst, dich davon nicht abschrecken zu lassen. Dann wollen sie bestimmt deine Freunde werden. Glaube nicht. Meistens versuchen sie, mich zu verbrennen. Zum Glück vernarbe ich nicht viel. Oh, nice Metapher. Die nehme ich für einen neuen Song von mir. Leute, die verstoßen, nur weil sie Angst haben. Zerbrochene Beziehungen, aber man sieht, man steht immer wieder auf. Das war keine Metapher. Ein paar Ninja bin ich heute und ziemlich mich mit Fackeln, Mistgabeln. Oh. Das ist ganz schön doof. Ach nee. Aber ich kann verstehen, wie du dich fühlst. Es kann nicht unheimlich sein, sich zu präsentieren, wie man ist, wenn man anders ist. Aber jeder hat gute Seiten. Ich zum Beispiel habe mein wunderschönes Lächeln und meine engelsgleiche Stimme. Vielleicht würden die Leute mein Kobalt mögen. Du betreibst ein Kobalt? Nice! Joa, ein kurzes einmal besuchen. Wui. Kurz viel Wui aus. Wui reicht. Kannst du auch mitkommen? Ja. Da sag ich mal nicht nein, nicht? Gibt's nichts Besseres für meinen alten Knochen als ein anständiges Bad. Hast du viele Kunden? Nein. Gar keine. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich werde auf meinem nächsten Konzert Werbung für dein Kobalt machen. Das wäre schön. Danke. Kein Ding, Speyer. Aber zurück zu deinen Freunden. Sag mal, hast du vielleicht was da helfen könnte, Gastwirtin? Das ist eine verkeilte Sache, würde man sagen, dass die wen zum Vermitteln brauchen. Ich kann gerne eine Quest draus machen, wenn ihr möchtet. Das wäre großartig. Danke. Natürlich, meine Kundschaft glücklich zu machen, ist Teil des Jobs. Wer ist jetzt hier der süße Holzraspler? Aber jetzt muss ich warten. Richtig? Leider ja. Zeig uns doch mal dein Kobalt inzwischen. Was sagst du? Liebend gerne. Und wenn wir zurück sind, hat sich das mit deinen Freunden bestimmt schon erledigt.
Mach mir nur keinen Druck. Denk einfach dran, was auf dem Spiel steht, nicht? Absolut kein Druck, alles klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, ich kann es kaum warten zu sehen, wie glatt meine Haut nach dem Schlammpacken sein wird. Meinen Sie, ich kann meinen Häkelnern mitnehmen? Und da sind sie weg. Ein Quest. Die Rinder und die Blumen. Ich kann nicht zwei Quests machen. Das ist hier auf jeden Fall schon mal eine Quest. Diplomat hat seine gesamte Leibnase gefeuert und ist auf Suche nach mutigen Begleitern. Eine Reise zu bestimmen. Die scheint im Moment sehr unsicher zu sein, insbesondere für Rinder. Einige Tiere sind aus der grausamen Zeit nicht mehr aufgetaucht. Eine Herde Spinnel-Nozaros hat die Brücke zwischen Diria und Festland beschädigt. Was dem schlimmsten möglichen Ergebnis geführt hat, das Gesunde für die Schäden gezahlt. Diplomaten beraten. Als die Kanalbrücke der Diria mit dem Festlandverband zusammenbrach, kam es zu politischen Spannungen. Der Botschafter, der diese Spannungen auflösen soll, ist ein junger Adeliger und sein besorgter Freund besteht darauf, dass er eine Leibgarde braucht. Insbesondere da die Straßen für Reisende derzeit nicht sicher sind. Wenn die Reisenden Rinder sind, zumindest im Keep. Okay, und hier haben wir nochmal Mai Morgen. Die Mary Morgan und die Banshee sind ein Paar, doch momentan noch Streit bereitet ihr besten von Bayer große Sorgen. Die Banshee sucht Lagune Lehrer, ja genau das. Die Lagune der Lehre. Die Mary Morgan kennt ihre Leidenschaft, Reisende zu ertränken, und die Banshee, deren Gesang die Lagune der Lehre in Knochen trümmern kann, sind zwei fürchterliche Monster und ein Paar. Doch seit einem mysteriösen Streit steht ihre Beziehung auf dem Spiel. Und ihre beste Freundin, die Sumpfhexe Baya, würde alles dafür geben, ihren Freundeskreis zu behalten. Paartherapie dringend gesucht. Alles klar, ein weiterer, sehr langer Tag endet. Gute Nacht. Akt 2, Sternlichtsonate. Abschnitt 12. Jetzt sehe ich es hier. Dazu gehören 2 oder 3. 10. Astralmond. Auf geht's. Achievement. Die Manny ist heile wieder zurück. Juhu. Ja, und natürlich. Wie auch immer er heißt. Versuch's bestes Detektiv, du bist zurück. Willkommen zurück, Manny und Malachit, John, was auch immer. Ich nenne ihn jetzt Aura. Weil du von ihm Migräne kriegst. Nein, weil er so eine düstere Aura hat. Wie viel Namen hat sie denn noch? Also dann, Melly, Aura, gut euch wiederzusehen. Ich schätze, ihr könntet das Geheimnis der verschwundenen Familie konntet. Ich schätze, ihr konntet das Geheimnis der verschwundenen Familiare lösen. Natürlich. Mit der Hilfe meines teuren Assistenten war das ein leichtes für mich.
Ich muss sagen, das ist bemerkenswert. Gut, dass du dabei warst, Aura. Es war eine gefährliche Mission. Seid ihr einem T-Rex begegnet? Natürlich nicht, aber wir wären beinahe bei lebendigem Leib verbrannt worden. Das habe ich nicht erwartet. Du solltest immer erwarten, dass das Leben dir in den Rücken fällt. Freut mich, dass ihr beide wohlbehalten zurückgekehrt seid. Aber wenn ich so neugierig sein darf, was steckt jetzt hinter der verschwundenen Familie? Muss ich mir Sorgen um Andu machen? Wir könnten dir erzählen, was sofort passiert ist. Aber nur gegen 2 Grad des Drinks. Ich sehe schon, du hast auf deiner Quest viel dazugelernt. Aber hat mir ein paar Tricks beigebracht. Nur einige Grundlagen. Keine falsche Bescheidenheit. Du scheinst ein guter Lehrer zu sein. Was möchtest du denn gerne trinken, Manny? Ich möchte, lass mal nachdenken, etwas, das meine investigativen und deduktiven Fähigkeiten verbessert. Etwas, was mich noch schlauer macht, als ich jetzt bin, damit ich jeden Fall lösen kann, egal wie schwierig. Kommt sofort. Kein Drink mit Intelligenz. Noch 3 Quests. Der hätte noch viel Intelligenz. Der und Charisma. Nehmen wir das mal. Kommen wir irgendwas. Das geht nicht. Buch nicht. Das könnte gehen. Ein bisschen Inspiration da, was war das? Stärke. Inspiration. Stärke ist das hier. So, jetzt bauen wir hier nur ein bisschen. Bauen wir hier Charisma. Supernova Zeltas. Genau den wollen wir. Und nur nicht streichen vergessen. Schauen wir mal, ob das deinen Verstand noch weiter schärft. Dankeschön. Mal sehen. Oh, das ist gut. Ich kann es spüren. Ich werde unaufhaltbar sein. Oh nein. Oh ja. Endlich wollte ich passen, aber jetzt könnte ich tatsächlich einen Drink gebrauchen. Wenn das bedeutet, dass ich eure Geschichten hören werde, sehr gerne. Außerdem interessiere ich mich für mehr von deinen kleinen Geheimnissen. Also gut, Geschäft ist Geschäft. Richtig, richtig. Also was darf es denn heute sein? Vielleicht etwas, was mir hilft, ihre neu gewonnene verbale Unsichtbarkeit zu kontern. Also das Übliche, alles klar. Einen Moment. Was war denn das Übliche? Charisma. Ich glaube, der Herzensbrecher war das immer, was wir ihm gegeben haben. Und du hast was Charisma verstärkt. Das könnte gehen.
das auch, aber das schwächt Chaos mal. Ich werde es trotzdem versuchen, weil die haben wir ja schon fertig. Wenn es nur Nahrung wieder ganz geben bringt. Herzenssprecher. Sehr viel Charisma und Segen. Damit sollte es dir leichter fallen zu reden. Oh. Hihi, guck mal, wie er guckt. Ist es so schlecht? Nein, er mag es. Man sieht es ganz klar daran, wie sein Schal sich bewegt. Aha, verstehe. Bin ziemlich gut im Deduzieren, weißt du? Meinst du, du könntest mir ein paar Tricks beibringen? Natürlich, dann sind wir ein detektivisches Team. Der Meisterdetektiv, ihr treuer Assistent und ein langgieriger Fan. Langgieriger. Ich mag, wie sich das anhört. Es ist lange her, dass ich etwas lernen durfte. Ich kann mich nicht erinnern, gefragt worden zu sein, ob ich das mitmachen will. Aber ohne dich hätte ich meine Quest nicht zu Ende bringen können. Und der Assistent einer Meisterdetektivin sein zu dürfen, ist eine große Ehre. Und es ist toll, dass du mitgekommen bist. Natürlich, ich kann dich nicht in das offene Maul eines hungrigen T-Rex laufen lassen. Hihi. Seid ihr sofort tatsächlich einem T-Rex begegnet? Nein, mach dich nicht lächerlich. Für einen Moment dachte ich, du hättest eines deiner zahlreichen Geheimnisse mit mir geteilt. Ich schätze, ich schulde dir mindestens so viel. Meine Haare sind nicht gänzlich schwarz. Was du nicht sagst. Das ist kein Geheimnis. Ich kann die weiße Strähne durch dich sehen. Wie auch immer. Aber jetzt möchte ich bitte endlich erfahren, was sofort passiert ist. Also, dank der goldenen Federn waren wir im Handumdrehen sofort. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so schnell gefühlt. Das war, als hätte ich Zoomies und wir könnten auch gut damit schleichen. Dank deines Drinks konnten wir durch die Stadt schleichen, ohne zu viel Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Aber diese Geister waren der Hinweis, den wir brauchen. Da wurde mir klar, dass irgendwas bei den Docks war, also begaben wir uns dorthin. Sie hatte recht. In der nächtlichen Finsternis, wenige Stunden nachdem wir die Taverne verlassen hatten, sahen wir einen Hund, der sich am Wasser herumtrieb. Er versucht, sich auf ein Frachtschiff zu schleichen. Er benahm sich seltsam, nicht wie ein Hund. Er hat sich in die Fässern versteckt und nach rechts und links geguckt, bevor er losgestichen ist. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der so etwas gemacht hat. Es wirkte, als wüsste er nicht, wie man ein Hund ist. Er nutzte weder seine Nase noch seine Ohren. Er war einfach seltsam. Wir haben zugesehen, wie einer der Arbeiter den Hund bemerkt und weggeschwächt hat. Aber mein Spielsinn hat angeschlagen. Also haben wir herumgefragt. Das ist es, was Detektive machen, wenn sie Beweise brauchen. Einige Leute erzählten uns, dass einige Tiere gesehen hatten, das sich merkwürdig benahm. Die meisten dachten, die Tiere wären einfach nur krank, vielleicht tollwütig. Oder dass diese Geister in Tierschild wegen, gesandt von einer Seehexe.
Also habe ich sie nicht weiter damit befasst. Also haben sie sich nicht weiter damit befasst, sich um ihre eigenen Länder gekümmert. Sie hatten einfach keine detektivischen Instinkte, aber sie waren gute Zeugen. Laut ihnen gab es so etwas wie ein wöchentliches Treffen an der familiären Stadt. Also schlossen wir uns, dass wir uns das einmal ansehen sollten. Und wir konnten einige der Familiäre aufspüren, um mehr herauszufinden. Sie wollten zuerst nicht mit uns sprechen, es hat das Ganze schwieriger gemacht. Ich glaube, dass sie den Fremden wegen nur misstrauisch waren. Familiäre scheinen außerdem nicht gut mit Leuten sprechen zu können, die sie nicht kennen. Das hängt vermutlich mit ihren magischen Fähigkeiten zusammen. Aber wenn ich und Aura unsere Charisma gebündelt haben, könnten wir schließlich eine Familie dazu kriegen, dass sie uns vertraut. Und er hat uns etwas Seltsames erzählt. Er sagte, dass alle Familiäre, die verschwunden sind, mit einem bestimmten Magier Kontakt hatten. Natürlich haben wir uns dann entschlossen, diesen Magier zu besuchen. Am besten, wenn er nicht zu Hause ist. Ich glaube, das nennt man einbrechen. Seine Adresse herauszufinden, mein Kinderspiel. Anscheinend ist er unter den Bürgern Zoffords enorm beliebt. Und mit ein klein wenig gezielter Bestechung konnte er auch gerade zu Hause des Magiers finden. Hast du dir davon etwas abgeschaut? Und ob? Bringt dich darauf vor, zum Ziel meiner neuen Fähigkeit zu werden. Muss ich mir Sorgen machen? Vielleicht. Aber nur ein wenig. Also gut. Dein Drink hat ganz wahre Wunder gewirkt. Wir konnten einbrechen, ohne dass jemand auch nur das Geringste mitbekommen hätte. Das war voll spannend. Wir sind herumgeschlichen und haben nach Beweisen gesucht. In der versteckten Ritualkammer oder sowas. Und habt ihr etwas gefunden? Leider nein. Aber es hatte sein Bürotür aufgelassen. Und darin waren lauter Bücher über viele verschiedene Tiere und Familiäre. Zuerst dachten wir, dass ein Tierfreund ist, oder? Dieses Wissen aus anderen Gründen benötigte. Und natürlich habe ich seinen Müll durchsucht, als kleiner immer ins der Meisterarchive. Und was hast du gefunden? Nichts, das uns geholfen hätte, den Fall zu lösen. Aber zwischen all den Papieren habe ich etwas für dich gefunden. Das sah aus wie ein Rezept für einen magischen Trunk, ganz genau wie du sie servierst. Tada! Das ist sehr nützlich. Rezept Schnelle Nacht. Dachte ich es mir doch. Danach haben Aura und ich weiter nach Hinweisen gesucht. Sein Büro war voller Bücher über alle möglichen und unmöglichen Tierkrankheiten. Also hatten wir eine Verbindung mit den angeblichen Tollwut-Filmen. Ich fand das etwas weit hergeholt. Nicht, dass ich sie hätte umstimmen können. Und das war noch nicht alles. In einem kleinen Schrank neben einem Tisch haben wir seine Tagebücher gefunden. Sie waren voller Notizen und Zauber. Ich habe nichts davon verstanden. Das meiste hatte mit Transmutationsmagie zu tun. Während sie Tagebücher las, untersuchte ich seine anderen Systeme und die Schriftrollen. Ich hatte absolut keine Ahnung, was das alles bedeuten sollte, bis ich auf etwas Interessantes stieß. Eine detaillierte Anweisung, wie man eine Familie aus seinen Diensten entlassen kann. Und da kam mir eine Idee, auch wenn sie noch nicht ganz ausformuliert war. Aber mein detektivischer Spürsinn sagte mir, dass ich alle Informationen hatte. Jetzt musste ich sie nur noch zusammensetzen. So wie ich Quests mit meinem schwarzen Spritz zusammensetze. Ganz genau. Aber gerade als ich anfangen wollte, hörten wir das Quietschen der Vordertür und wie jemand das Haus betrat.
Wir versuchten natürlich, uns zu verstecken, aber wir waren nicht schnell genug mit unseren Nachforschungen oder subtil genug. Das ganze Zimmer war komplett verwüstet. Der Magier wurde sofort merken, dass was nicht stimmte. Und eine gefährliche Person, die in die Ecke gedrängt wurde, ist noch gefährlicher. Also mussten wir was besonders vorsichtig sein. Aura hat sich unter dem Tisch versteckt, aber ich hatte eine bessere Idee. Ich bin auf eines seiner Bücherregale gesprungen und habe mich zwischen dem oberen Teil und der Decke versteckt. So war ich zwar versteckt, aber konnte immer noch alles sehen. Ein guter Einfall. Ein genialer Einfall. Hihihi. Es konnte ich sehen, wie der Magier reinkam, und er war nicht alleine.